So, willkommen zurück zu Metro. Ja, starten wir das mal und sehen, was die Epidemie mit sich bringt. Das an. Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, Atyam. Niemand wird das. Ich fühle mich wieder einsam, wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Artyom. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Wow, Anna. Berühre mich. Uiuiui, welch Artyom, der alte Player. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen, während du, Anna, noch etwas bleiben musst. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Na, worauf wartest du noch? Geh! Geh, Artyom. Ich finde dich, sobald die damit fertig sind, mich zusammenzuflicken. Tschüss, Anna. Hey, dies ist ja doch nicht so das Woher, Mannzeug, wie ich Schatz? am Anfang Guck nicht dachte. dahin. Was ist denn da, Papa? Ist alles in Ordnung, Hans. Guck nur nicht hin. Als wenn sie nach der Sie will sie in die Tür. Bring mich einfach um. Hey! Irgendjemand da? Sascha. Nicht in die Station gehen. Gehen Sie durch das Labor. Ich weiß. Bin dabei. Also brauche ich Sie nicht an die Handschuhe und die Maske zu erinnern. Nein. Und Überträger isolieren. Ja und nein. Es ist ein Erregerstamm des Ebola-Virus. Aber es ist nutzlos, ihn zu kultivieren. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent. Ohne den ursprünglichen Erreger. Doktor, Sie wissen, dass ich kein Mediziner bin. Entschuldigung, Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten 2 Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Am dritten Tag sank sie auf 25%. Heute haben wir nur 2 Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Und was bedeutet das jetzt alles? Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Verdammt! Wo kam das Virus her? In einer neuen Generation Biowaffen gehört. Alle Namen, Patrouille im Ausland, gefunden werden. Werden als verboten betrachtet und ihre Besitzer müssen mit schweren Sanktionen rechnen. Du, ja du, du darfst dort. Dankeschön. Schweres MG. Ganz ruhig. Hey, wo sind meine Waffen? Ich fühle mich.
nämlich so nackt ohne Waffen. Weitergehen. Oh. Verschreck mich nicht so, Junge. Pilze. Ja, das sind hier Pilze. Aus denen wird Tee gemacht. Also, sie werden getrocknet und wird daraus Tee gemacht. Artyom, ich bin hier. Hey, Khan. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, und Anna gut geht. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Aber ich muss zurück, um ihr Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Sie können hier welches kaufen. Ich kann sie nicht gehen lassen. Der hängt irgendwie ein bisschen. Wie sollen wir etwas kaufen? Weil Tom mit Station nicht ohne Hilfe beschützen, aber sie bietet immerhin Unterschlupf für die Flüchtlinge. Und ein Krankenhaus. Vielleicht hilft ihnen das ja. Auch so ein Ladegerät da unten hängen. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, er hat eine Erlaubnis. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten, Artyom. Komm her, Ranger! Ich habe großartige Waffen! Komm schon! Schau mal! Gute Patronen, sehr stark. Und auch noch wirtschaftlich. Was haben die denn? Komm schon, schüchtern sein. Ich gebe dir auch einen Rabatt. Komm ruhig wieder. Hey, Ranger, wie wäre es mit etwas Munition? Komm her, Ranger, lass uns feilschen. Die Bundesranger haben sowas schon immer gemacht. So. Artyom. Beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihrem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Die Tore sehen auch so krass aus. Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Verkehr nach draußen! Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung. Nicht D6. Aber ich kenne die Natur des Menschen nur zu gut, Artyom. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, ein Wunder geschieht. Also, wir werden den Zug mit dem Schwarzen nicht erwischen, wenn wir uns den Tunnel entlang bewegen. Aber es gibt einen anderen Weg. In Ordnung. Gehen Sie zur Polis? Nein. Öffnen Sie den Verbindungstunnel für mich. Aber der Verbindungstunnel ist eine Sackgasse und sehr gefährlich. Eine Sackgasse? Auf keinen Fall. Das ist unser Weg zur Polis. Machen Sie auf. Gehen wir, Artyom. Dann beweg dich mal ein bisschen schneller, Khan. Das ist ja echt öde, wie du hier lang läufst. Vorsicht mit den Generatoren! Ist dies keine Sackgasse? Das behauptet die Führung der Hanse nur, um die Leute davon, diese Wege zu betreten. Ein unvorbereiteter Mann könnte sich hier schnell verlaufen. Dann ist sich so verlieren. Aber solange du bei mir bleibst, kann ich fahren.
Na, geh mal vor. Die meisten Leute glauben, dass die Metro nur aus Tunnels und Stationen besteht. Ein lebloses und seelenloses Konglomerat, das nur von Menschenhand geschaffen wurde. In der Metro gibt es einen besonderen Ort. Die Kamen kehrten nie zurück. Den Schicksalsfluss. Dein Schicksal verändern. Den Schlick der Vergangenheit wegspülen. Und die Chance auf eine andere Zukunft. Das ist das Einzige, was wir vom Fluss wollen. Die Metro ist ein lebendiges, atmendes Ding. Mit Herzschlag, Seele und Verstand. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um. Und mal wieder Lesestunde. Ich erinnere mich, dass das Corbo die Operationen, die sich in der Oberskaya ausführen sollten, Experiment nannte. Was, wenn dieses Massaker kein Vorspiel zu einem großen Krieg, sondern der Test einer neuen Monsterwaffe war? Was, wenn die Roten den Orden und die Hanse damit einfach nur ablenken wollten, während sie einen viel gewaltigeren Angriff vorbereiteten? Ich wollte immer ein Soldat sein, die Menschheit beschützen, aber all das Blut, das ich vergossen habe, hat mir nicht geholfen, den Krieg zu verhindern, der bereits begonnen hat. Ich bin kein Superheld geworden, der den Schurken töten und die ganze Welt retten kann. Nicht, dass ich nicht davon träumen würde, jeder tut das, aber wenn der Krieg beginnt, stellen sich die meisten Leute einfach nur als Kanonenfutter raus. Viele überleben nicht einmal ihren ersten Einsatz, und ich als kleines Zahnrad im Ganzen kann mich nur auf der vorherbestimmten Achse drehen. Und zusehen, wie sich das massive Schwungrad des Abschlachtens wirbelt. Vielleicht ist das der Grund, dass ich mit Khan gehe. Es könnte meine einzige Chance sein, etwas zu ändern. Ich habe einen alternativen Weg entdeckt. Hier müssen wir vorsichtig sein. Ein verlassener Ort. Okay, da kann ich nicht rüberspringen. Tut mir leid. So, und weiter geht's. Ich hätte ja gedacht, ich kann da rüberspringen, aber kann ja keiner wissen, dass da eine unsichtbare Wand ist. So, und wie es dann hier weitergeht, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin.